Hallo Leute, heute reden wir mal über die schwerbehinderten Parkplätze, die ihr bestimmt kennen tut. Und hier könnt ihr jetzt mal abstimmen, ob ihr mir für mein nächstes Video jetzt hier in die Kommentare mir gerne noch ein paar weitere Gesprächsthemen geben tut. Das könnt ihr jetzt hier abstimmen, ja oder nein. Ob für mein nächstes Video noch mehrere Gesprächsthemen geben wollt. Das ist auch ein Gesprächsthema von einem Abonnenten von mir. Und fangen wir mal direkt an. Die schwerbehinderten Parkplätze sind hauptsächlich nur für Menschen mit Behinderung, die jetzt zum Beispiel jetzt so ein Ausweis hier haben. Und ich finde so, die schwerbehinderten Menschen sollen auf jeden Fall so einen Parkplatz haben. Ich bin auch der Meinung, dass die Parkplätze auch etwas größer sein solle wie, sag ich mal, normale Parkplätze, und die soll auch so nah wie möglich an das Geschäft ran. Das sind die ja auch hauptsächlich immer. Und ich finde es richtig blöd, wenn da jetzt Leute parken, die halt eben so etwas nicht nötig habe oder die nicht mal so einen Ausweis besitze. Und deswegen sage ich extra den Ausweis rein. Es gibt ja einmal den normalen Behindertenausweis, zwischen 50 und 100% gibt es ja. Das sind ja so eine Art Vergünstigung, was ich schon mal in meinem Video gesagt habe. Und nur mit dem Ausweis hier, den muss man sich extra bei der Amt beantragen. Und nur mit dem extra Behindertenausweis hier, den ich jetzt hier reinhalte, kann man sich halt eben, darf man halt eben da parken. Mit dem normalen Behindertenausweis, den rot-grünen Ausweis, darf man da leider nicht parken, sondern nur mit so einem Ausweis. Und hier könnt ihr jetzt mal abstimmen, ob ihr jetzt, falls ihr es nötig haben sollte, so einen Ausweis beantragen sollte oder nicht. Hier könnt ihr abstimmen, ja oder nein. Das dritte ist, ich bin nicht behindert. Das sind drei Fragen. Könnt ihr einmal hier abstimmen, ob ihr es machen würdet oder nicht. Wie so gesagt, wenn man so einen Ausweis hat, dann sitzt man hauptsächlich in einem Rollstuhl oder so, kann man das, glaube ich, beantragen. Und die Menschen brauchen halt eben da mehr Platz, deswegen sollen die Parkplätze auch größer sein, weil das sind Menschen mit Handicap, und wenn man da mit einem Rollstuhl ist, braucht man dann natürlich auch mehr Platz, dass derjenige aus dem Auto aussteigen kann, dass der halt eben den Rollstuhl an das Auto ran kann. Dass die Person oder die sich in den Rollstuhl reinsetzen könne. So, das ist auf jeden Fall meine Meinung darüber. Und hier könnt ihr jetzt abstimmen, ob ihr das Video teilen würdet oder nicht. Ja oder nein. Also das heißt ganz einfach, ob ihr das Video teilen würdet oder nicht. Könnt ihr gerne hier abstimmen. Könnt ihr natürlich gerne auch bei jede Frage machen für abzustimmen. Fände ich auf jeden Fall sehr toll. Könnt gerne mal eure Meinung über das Thema hier, über die Parkplätze, gerne mal die Kommentare reinschreiben, ob die es größer sein solle oder nicht. Auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall so einen Ausweis, wie ich schon gesagt. Da kann man sich bei deinem zugehörigen Amt beantragen, da man halt so einen Ausweis für so einen Parkplatz bekommt. Halbe kurz gesagt, auf jeden Fall soll die dann meiner Meinung nach größer sein und auch nur für Menschen sein, die eben so einen Ausweis haben. Sprich Menschen, die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder so oder sonst irgendwie was habe, ist ja hauptsächlich da gedacht. Und die soll so nah wie möglich an das Geschäft dran. Und natürlich auch dürfen da keine Leute parken, die zum Beispiel wirklich gar keine Behinderung haben. Dafür kann man auch eine Anzeige bekommen, wenn man jetzt da parken tut, wenn man es nicht nötig hat. Also wenn man jetzt so einen Ausweis nicht hat, aber trotzdem da parken tut, muss man teilweise bis zu 30, 60 Euro Strafe bezahlen, wenn man erwischt wird. Gut, so viel das kleine Gesprächsthema. Hier könnt ihr nochmal abstimmen, ob ihr das Video gut fandet oder nicht. Ob da ein gutes Gesprächsthema war. Ganz einfach ja oder nein.
könnt ihr dann hier gerne abstimmen. Dann sage ich mal, könnt ihr das Video gerne einen Daumen hoch geben, das Video teilen, wenn ihr wollt, und gerne einen Kommentar hinterlassen über das Gesprächsthema. Ich würde dann mit euch gerne mal in die Kommentare darüber diskutieren, über jetzt den Ausweis hier oder halt eben über die schwerbehinderten Parkplätze für Menschen mit Behinderung oder Handicap. So, das war mein Video darüber, über die Parkplätze. Wie ich schon gesagt hatte, ein Abonnent von mir halt eben empfohlen, oder der wollte eben halt gerne wissen, dass ich meine Meinung darüber sagen sollte. Hatte ja in der letzten Video einen sehr, sehr langen Kommentar erfasst. Und natürlich gerne immer da bereit, so ein Gesprächsthema zu machen, wenn irgendjemand von euch so ein Gesprächsthema hat. Bin ich natürlich gerne immer bereit, da so ein Gesprächsthema zu machen. Und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Oder dir, der das Gesprächsthema vorgeschlagen hat über die schwerbehinderten Parkplätze. Aber ich verstehe, vielen Dank für deinen Kommentar unter das Video, für dein Gesprächsthema. Dann sage ich mal, bis das nächste Mal, Leute, und haut rein!